Das ist das deutsche Model Anastasia Plefka. Sie hatte angeblich eine Liebesnacht mit Prinz Harry. Ja und? Gibt's jetzt das Bundesverdienstkreuz oder was? Fakt ist, wir haben sie auf der Berliner Fashion Week getroffen und gefragt. Und, kann der was? Nein, wir haben gefragt, ist da was dran? Das und noch mehr gibt's jetzt in Phoenix. Gossip Show! Jetzt gibt's straffe Stringkinis. Was ist das denn? Naja, sehen wir gleich. Außerdem gibt es einschnürende Corsagen und es gibt dicke Lippen. Ich seh mal, mein Bulle, hier ist der Taftklatsch. So, jetzt wird's haarig. Stimmt es zum Beispiel, dass Haare wesentlich schneller wachsen, wenn man sie oft schneidet oder sogar rasiert? Was ist mit Zucker? Ist der braune oder der weiße gesünder? Ich würde eher sagen, der braune. Wir kommen jetzt zu Englands eifersüchtigster Frau. Wir haben schon mal über sie berichtet. Sie heißt Debbie Woods und sie macht ihrem Freund, dem Steve, regelmäßig die Hölle heiß, wenn er zum Beispiel einfach nur eine fremde Frau anschaut. Sie hat ihn sogar schon mal an einen Lügendetektor angeschlossen. So, und jetzt kommt's. Dieser Steve hat der Debbie einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ja gesagt. Das ist nicht lustig. Die schönen Momente, die wir haben, machen den Stress wieder gut. Wir haben eine tolle Zeit zusammen. Debbie ist perfekt für mich. Keiner kennt sie so wie ich. Ich konzentriere mich lieber auf das Positive als auf das Negative. Naja, Steve liebt seine Traumfrau wirklich trotz allem und das ist für ihn die Hauptsache. Wir wünschen Steve viel Glück für seine Zukunft mit Debbie. Er wird es brauchen. Verstehst du, Roman, wo die Liebe hinfällt? Der Roman hat eben zu mir gesagt, mach den Gag mit ja, ne? Und so. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Das hat der Roman zu mir gesagt, mach das. So, der Roman ist schuld. So, entschuldige mich bei allen. So, seit gestern ist es wieder soweit. In Berlin ist wieder die Fashion Week. Das heißt, jede Menge Prominenz auf den roten Teppichen und alle sind sie wieder wie aus dem Ei gepellt. Gut, manche sehen eher aus wie so ein Omelett, aber Respekt, haben sie gut kaschiert. Bei solch einem Anblick ist außerdem völlig egal, ob hartes Training oder smartes Tricksen dahinter steckt. Sahen alle toll aus. Ganz toll. Übrigens, zur Aufklärung, Roman ist unser Aufnahmeleiter, steht neben der Kamera. Das war heute sein letzter Arbeitstag. Den perfekten Polo-Style erklärt uns Valentina Henkel aus München. Ja, so wie ich natürlich. Ein Bekannter von mir hat gerade mein Haarband auf, deswegen schaue ich eigentlich noch besser aus mit dem Haarband. Aber ich denke, so ist man ganz gut dressed up. Ich mache für verschiedene Clients in Deutschland den Accessoire-Einkauf. Und die ganze Kollektion und Produktion und ja. Und Sie sind auch in der Mode, oder? Finanzbranche. Matcht ganz gut. Boah, vornehm geht die Welt zugrunde. Roman, da gehen wir lieber zu Mackie, wa? Kennen Sie das auch? Männer, die in Bus oder Bahn so da sitzen und eigentlich zwei Plätze einnehmen. Mann, du bist so fett. Damit war ich schon beim Arzt. Der weiße Mann wird sich darüber freuen. Und diese schönen Themen haben wir gleich für Sie. Wie kann es auch anders sein? Der König der Knackpopos arbeitet natürlich in Miami. Hör auf, die Hintern anzustarren. Ich guck auf deine Haare. Was willst du? Schauen Sie mal, was glauben Sie, was das hier ist? Es sieht aus wie eine Brille, aber, meine Damen und Herren, da steckt noch viel mehr hinter. Das ist ein Augenlidformer. Verstehen Sie? Angeblich verschwinden damit unerwünschte Schlupflider. Das wird den Kaldall freuen. Und eintauchen in die Welt der Millionäre, wo es für nur 20 Millionen Dollar mega Schnäppchen gibt. Morgen in Rocking Miami. Ach so, für nur 20 Millionen. Ja, ist ja ein Schnäppchen. Nehme ich gleich drei. Der beste Fußballer der Welt. Nein, nicht Kevin Großkreuz, sondern Cristiano Ronaldo soll eine neue Perle haben. Das ist bestimmt ein Leckerchen. Gucken wir uns die mal an, ne? Hier ist der Taftklatsch. Die Gellacke aus dem Drogeriemarkt sind für Verlängerungen überhaupt nicht geeignet. Höchstens, um den Nagel zu verstärken. Wer sich noch nie selber die Nägel gemacht hat, kann also nicht gleich beim ersten Mal ein perfektes Ergebnis erwarten. Ja, danke, Vincenzo. Was haben wir gelernt? Auch Männer können Nagelexperten sein. Habe ich bis jetzt anders verstanden. Manchmal muss man sich ja echt fragen, warum zur Hölle machen die das? Es gibt nämlich jetzt einen neuen Trend in den USA und den gibt es jetzt auch in Deutschland, sich Grübchen operieren lassen. Das ist bei mir Natur. Das ist Talent. Verstehst du? Talent. Nicole aus Berlin hat das wirklich gemacht. Ob das wirklich eine gute Idee war oder ob sie jetzt aussieht wie Costa Cordalis, das zeigen wir Ihnen jetzt.
Das Ergebnis ernüchternd. Nicole hat nur ein künstliches Grübchen, das halbwegs natürlich aussieht. Bis heute hat sie auf der anderen Wange das kleine Loch. Vielleicht hätte Nicole auf die Strapazen verzichten können. Schließlich war es eine Entscheidung für immer. Ist doch so ein süßes Mädel. Wieso? Vielleicht für einen Strohhalm. Komm. Alles Schlamm, alles richtig, 50 Euro. Unser Nationalheld ist bekennender Schlammbad-Fan. Wellness für echte harte Kerle. Glückwunsch, Cindy. Cindy, wenn ich Cindy höre, muss ich immer an Cindy aus Marzahn denken. Ich habe sie mal getroffen, hat sie mir gesagt, Mensch Daniel, ich schaue gerne TAF, aber tanz nicht so viel, das ist ja furchtbar. Danke, Cindy. Ich meine, wenn ich 150 Kilo wiegen würde, würde ich auch nicht so viel tanzen, ne? Tu ich aber nicht. Nein, liebe Grüße an dich, wenn du jetzt gerade zuschaust. Das war die erste Sendung von Bonnie Strange! Aber vielleicht bist du ja gar nicht Bonnie Strange, sondern Manuel Neuer. Oh mein Gott, du hast recht. Und ich bin Schneewittchen. Wir